Hey, hallo, hier zur zweiten Folge von Rome Total War mit mir, Savor. In der letzten, unserer ersten Folge, haben wir zusammen ein wenig die Dörfer angeschaut, ein bisschen geschaut, was kann man bauen, und haben am Ende noch ein Rebellendorf eingenommen, wo uns jetzt die Möglichkeit gegeben wird, was wir mit dem Dorf anstellen. Täten wir einmal Siedlungen besetzen, Versklaven, also Bevölkerung versklaven und Bevölkerung ausradieren. Bei Siedlungen besetzen kriegen wir nur ein bisschen Geld. Bei Versklaven kriegen wir viel Geld. Ne, auch nur ein bisschen Geld. Dieselbe Menge an Geld. Aber es wird Bevölkerung unter meinem Volk verteilt. Und bei Ausradieren bekomme ich eine Menge Geld. Hab aber auch einiges an Volk einfach verloren. Bei Siedlungen besetzen, was eigentlich das Intelligenteste ist, bekommt man zwar nur ein bisschen Geld, aber dafür ist das Dorf ein wohler gesinnt. Bei Bevölkerung von Sklaven ist es dann so, dass eben die Sklaven in andere Dörfer gebracht werden, wodurch da zwar mehr Bevölkerung ist, allerdings ist in dem Dorf auch allgemein sozusagen die Schmutzrate höher, weswegen die Leute, ja, die Bevölkerung so auch nicht mehr steigt und die Leute nicht so zufrieden sind. Und bei Bevölkerung ausradieren, ja, hasst mich einfach sozusagen dieses Dorf, aber ich bekomme jede Menge Geld. Dementsprechend würde ich, was am intelligentesten ist, Siedlungen besetzen nehmen. Was wir jetzt auch machen. Haben jetzt die Siedlung besetzt. Hier Massilla. Können hier jetzt auch bauen. Jetzt hören wir aber mal gleich zu. Ihr solltet euch regelmäßig über die Zufriedenheit eurer Bevölkerung informieren. Zufriedenheit wird durch die öffentliche Ordnung und ein ständiges Bevölkerungswachstum gemessen. Der Steuersatz ist ein wichtiger Faktor zu einer zufriedenen und loyalen Bevölkerung. Gut, ja, aber das hatte ich ja letzte Folge auch schon teilweise gut erklärt, also hoffentlich gut erklärt. Dann machen wir hier auch wieder mal einfach ein bisschen was bauen, ein bisschen was in jedem. Soweit ich mich erinnern kann, haben wir in der letzten Folge in anderen Dörfern schon alles gebaut. Man sieht hier, dass eben was gebaut wird. Können wir aber gleich nochmal nachschauen. Wir werden hier, was nehmen wir? Wir nehmen den Händler, damit das Einkommen ein bisschen steigt. Wir schauen mal, wir können keinen sehr hohen Steuersatz machen. Traurig, aber wahr. Aber das wird so schon passen mit dem hohen Steuersatz. Okay, wir haben. Hier wird gebaut. Hier wird gebaut. Hier wird gebaut. Hier wird nicht gebaut. Kann es sein, dass ich das Dorf am Anfang übersehen habe? Oh. Oh. Ja, dann. Was nehmen wir da denn? Mal die Holzpalisaden, damit der Grund aufgeschützt ist. Hier wird gebaut. Hier wird gebaut. Hier wird gebaut. Passt. Was möchtest du denn? Baut Farmen, um eine gute Ernte zu ermöglichen, und Straßen, um den Handel zwischen euren Siedlungen zu ermöglichen. Baut einen Händler, einen Markt oder ein Forum, um eure Handelsprofite zu maximieren. Klickt auf den Button Handelsübersicht links auf der Schriftrolle Siedlungsdetails. Klickt mit links auf den Zeigen-Button, um zu sehen, wie man auf sie zugreift. Hier der Zeigen-Button verwenden wir jetzt auch das erste Mal. Ja. Diese Schriftrolle ermöglicht einen detaillierten Einblick in alle möglichen Aspekte der Siedlungsverwaltung. Details über die Handelssituation der Siedlung könnt ihr einsehen, indem ihr auf die Schriftrolle Handelsübersicht unten links klickt. Darüber hatten wir auch noch nicht geredet. Sieht man aber nichts, weil sie im Weg ist. Ich denke, sie will noch was sagen. Will sie? Will sie nicht? Will sie nicht? Gut, dann sehen wir ja jetzt eigentlich unser Einkommen, oder? Wir kriegen nicht sehr viele Einnahmen, aber durch die Farmerträge. Minen haben wir noch keine. Ja, passt schon. Man sieht, wir bekommen von Nabomatius kriegen wir Silber und Textilien und von Mediolanum Wein. Ja, aber egal. Schauen wir uns einfach mal ein wenig um. Wir hatten hier das Dorf gerade ist eingenommen. Wir hatten vor. Oh ja, stimmt. Wir hatten hier oben hatten wir hier nicht noch ein feindliches Familienmitglied irgendwo sitzen? Ich dachte, das wäre hier. Das wollten wir in dieser Folge töten, ne? Von
den Rebellen. Jetzt ist er weg. Ärgerlich. Was wir machen könnten, wäre, hätten wir genug Geld. Aber ja, ist egal. Man kann, hatte ich ja auch schon erzählt, man kann sich Türme bauen. Durch die Türme kann man dann auch wesentlich mehr sehen. Mal sehen, ob ich in der Richtung mal ein bisschen was machen kann. Auch wenn das Unsinn ist, dass ich hier anfange. Hier ist ein Dorf. Also nicht Dorf, wie heißen sie? Rebellen. Forts und Wachtürme können nur von einer Armee errichtet werden, die von einem Familienmitglied angeführt wird. Mit Wachtürmen könnt ihr in das Territorium schauen, das neben eurem liegt, während Forts die Verteidigung strategischer Positionen ermöglichen, wenn sich dort keine Siedlungen befinden. Eure Armee kann in jeder Region ein Fort bauen. Wachtürme hingegen können nur in einer Region errichtet werden, die ihr auch kontrolliert. Ja, das hatte ich ja auch erklärt gehabt. Wollen wir jetzt einfach mal ein Fort, ein bisschen was zu sehen. Hocken uns hier wieder rein. Und greifen. Warte mal, das sind mehr als meine. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll. Hier haben wir spanische Truppen. Die werden mir jetzt hoffentlich kein allzu großes Problem bereiten, auch wenn ich hier eigentlich in ihrem Land sitze. Wenn man bedenkt, dass ich ja kein Römer bin, nicht kein Römer, kein Spanier bin und der Teil hier komplett Spanien ist. Aber das ist momentan eher ein geringes Problem. Wir haben hier, wir hatten doch hier ein anderes Familienmitglied. Sehen wir es jetzt? Nein. Gehen wir noch hier hoch. Baut einen Turm. Ah, dann gehst du bitte die nächste Runde zurück. Wir werden... Ja, ich habe aber blöderweise gerade keine Truppen, die das machen könnten. Momentan habe ich doch eher so die Befürchtung, dass hier als nächstes was passieren wird. Deswegen ich da jetzt erstmal warte. Wir haben hier... Dich stelle ich mal kurz hier in die Ecke. Du da auch einen Wachturm machen kannst. Schickt eure Armee in einen Wald. Dort wird sie vorbeireisenden Gegnern auflauern. Achtung! Verborgene Gegner können eurer Armee auf die gleiche Art und Weise auflauern. Ja, das war das mit dem Hinterhalt, was ich auch schon erzählt hatte. Sehr gut. Ansonsten wird überall zumindest ein bisschen was gebaut. Starten wir einfach mal die nächste Runde und schauen, was daraus wird. Sehr gerne. Mit Karteninformationen, wie gerade da stand, wir haben jetzt wieder Handelsrechte vergeben, durch die eben, wie man vorher bei ihr gesehen hatte, mehr Erträge reinkommen. Und Karteninformationen sieht man jetzt hier. Die haben nur ihre angeboten und wollten nicht unsere haben. Dementsprechend sehen wir jetzt alles, was die bereits gesehen haben, die aber nicht, was wir bereits gesehen haben. Ist zwar ein bisschen blöd, aber mir soll es recht sein. Wobei ich momentan mit den Briten ein Problem habe, weil ich eigentlich den Briten im Weg setze. Also entweder setze ich den Briten oder die Germanen. So oder so wird es hier oben auch noch zu Konflikten kommen. Genauso wie es hier unten mit den Julian auf jeden Fall zu Konflikten kommt. Wir haben zur Vorrunde hin Gewinn gemacht. Wir haben so einiges fertiggestellt. Hoffen wir doch mal, dass das Geld reichen wird. Wir bauen am besten... Was bauen wir denn? Nehmen wir den Markt. Okay. Nächstes. Nehmen wir... was nehmen wir denn hier? Ja, nein, nein. Händler. Die Rodung wäre hier recht geschickt. Weil durch Rodung wird der Wald um mein Dorf hin gerodet. Und da kann sich dann kein Gegner mehr in den Hinterhalt stellen, was recht nützlich ist. Gut, Limonum. Nehmen wir doch. Hier wird so schnell kein Gegner kommen, aber dafür könnten wir dann mal schneller reisen, würden wir eine Straße bauen. Kondate. Kondate haben wir noch nicht entschieden, welchen Schrein wir nehmen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal... Nochmal kurz warten.
Diese Schriftrolle gibt euch alle wichtigen Informationen über ein bestimmtes Gebäude, wie viel es kostet, wie lange der Bau dauert und seine Auswirkungen auf das Spiel. Einige Gebäude können wichtig sein, weil sie den Bau weiterer, fortschrittlicherer Gebäude ermöglichen. Daher empfiehlt es sich, alle Informationen hier zu lesen. Gut, also eben auch alles, was ich letztes Mal schon gesagt hatte. Es hätte sich letztes Mal auch schon gelohnt, hätte ich die Dinger mal, sie mal öfters reden lassen. Ja, wir nehmen jetzt einfach den Schrein des Esus. Wird schon nicht verkehrt sein. Kondate waren wir jetzt gerade. Nabo Martius, mein Zungenbrecher vom letzten Mal, bekommt einen Händler. Gut, das war's gerade erstmal. Diplomatische Informationen. Es gibt den ersten Krieg hier unter den Römern und den Griechen. Arme Griechen. Die Griechen hatte ich ja das letzte Mal gespielt, um wieder reinzukommen. Da hatte ich jetzt nicht so großes Problem mit den Römern. Da hatte ich mehr so Probleme mit den, ich glaube, Makedonier hießen sie. Hießen sie Makedonier? Das sind die mit dem Schwarzen. Ja, Makedonien. Weil die eben auch die ganze Zeit versuchen, hier unten bei Griechenland, Griechenland zu übernehmen. Du wolltest uns was über die Seiten sagen. In dieser Schriftrolle könnt ihr wichtige Informationen über eure Seite einsehen. Dazu gehört euer Fortschritt im Spiel und Schlachtstatistiken. Zudem könnt ihr den Bau und die Truppenausbildung sowie den Steuersatz global automatisieren lassen. Außerdem findet ihr hier einen Schieberegler, mit dem ihr den Anteil eurer Schatzkammer einstellen könnt, den die KI ausgeben soll, wenn die Siedlung automatisch verwaltet wird. Über die Registerkarten oben könnt ihr Informationen zum Diplomatiestatus im Verhältnis zu euren Rivalen sowie eine Finanzübersicht der aktuellen Runde einsehen. Gut, das hier war ja in gewisser Weise sowieso das, was wir jedes Mal hier mit reinbekommen. Wir sehen jetzt, würden wir jetzt beenden, sogar nochmal 2000 Gewinn machen. Klingt eigentlich recht verlockend. Möchte aber jetzt erstmal ein paar Truppen bauen, damit ich hier mal das die Rebellenortschaft einnehmen kann und damit ich hier ein bisschen gerüstet bin. Wobei man auch bedenken muss, dass Truppen natürlich auch ja, Geld kosten, auch der Unterhalt. Dementsprechend verliere ich ja so gesehen Geld dadurch. Aber was Mut, dat Mut, nicht wahr? Einheiten, die Verluste in der Schlacht erlitten haben oder deren Ausrüstung veraltet ist, können fortgebildet werden, um wieder ihre volle Stärke zu erlangen. Um eine Einheit fortzubilden, klickt mit links auf den Button im Rekrutierungsbereich der Siedlungsleiste und listet die Einheiten wie bei der Rekrutierung auf. Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Okay, dann wollen wir hier nochmal ein paar Truppen. Nein, hier wollen wir keine Truppen bauen. Hier kann man keine Truppen bauen. Abgesehen von Bauern. Aber von Bauern hatte ich ja schon erzählt, die sind recht undiszipliniert. Da will ich jetzt gerade keine. Hier haben wir Reiter. Es gibt sogar schon Reiter. Das freut mich. Du kannst jetzt auch wieder laufen. Dann lauf mal bitte hier hinter. Und bau einen Turm, damit wir sehen, was die Briten so anstellen. Man sieht schon, die Briten sind doch gerade schon recht aktiv. Gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Aber kann ich jetzt gerade nichts dagegen machen. Okay. Das heißt, wir müssen uns da oben jetzt auch schon wieder schützen. Wir sehen, wir werden jetzt nächste Runde angegriffen. Dankeschön. Baue ich noch schnell eine barbarische Kavallerie für die nächste Runde. Wir haben hier. Ja, man sieht nicht viel. Die Rebellen werden mir auch nicht helfen. Können sie ja schließlich auch nicht. Sind ja nur Rebellen. Hoffen wir, dass wir die hier auslöschen können. Also die hier, bevor die dazu kommen. Weil das dann doch zu viele werden könnten. Ja, machen wir mal die nächste Runde. Wir werden ja sehen, dass uns die Spanier jetzt angreifen werden. Ich hoffe doch, es sind nicht allzu schwere Truppen. Was haben wir hier eigentlich? Wir haben. Gut, wir haben wenigstens schon die Einfehlung. Na dann. Die Germanen. Da, die Wir Briten werden haben schon belagert. angefangen.
Spanier haben noch nicht. Ach, scheiße, die warten jetzt auch noch. Unsere Siedlung wird belagert. Arme Siedlung. Wir haben sehr viel Minus gemacht. Kommt höchstwahrscheinlich auch wieder daher, dass jetzt hier der Handel gestoppt wurde. Scheiße. Wir haben zwei Volljährige. Das ist doch mal was Schönes. Wir haben hier unten einen. Den können wir mal hier rüber schicken. Damit er ja einfach in einem anderen Dorf ist. Und wo ist unser zweiter Knabe? Ohne Merkmale. Naja, wenigstens ist er noch jung. Werde ich lassen wir mal hier für die Schlacht nachher. Bauberichte. Okay, die Taverne. Die Taverne, ich werde jetzt einfach mal mich wild durchklicken und nicht jedes Mal was sagen dazu, auch wenn sie wieder. Es ist wichtig, schnell zu agieren, Ja, die um hat noch fort. hier zur Belagerung was zu sagen. Da habe ich es jetzt sozusagen wieder verpasst. Ich werde jetzt hier einfach mich ein bisschen durchdrücken. Bin mir sicher, das haben wir schon gehört. Eine Farmgemeinschaft, die Straßen, eine Rodung, Kondate, eine Rodung. Wir hätten eigentlich die Rodung gleich überall machen sollen. Wobei, die werden jetzt höchstwahrscheinlich nichts machen, weil die belagert wird. Während man belagert wird, baut man einfach nichts. Weil die haben gerade Wichtigeres zu tun, als zu bauen oder Truppen zu rekrutieren. Das mit dem, was Wichtigeres zu tun, als Truppen zu rekrutieren, das stört mich so ein bisschen. Weil ich kann jetzt hier, wie lange halte ich noch durch, steht da, ja, hier in dem Fenster, 4 Runden durch, sprich, ja, ich halte 4 Runden durch, das sind 2 Jahre. Und in den 2 Jahren ist das Einzige, was ich schaffe, dass meine Truppen schwächer werden. Aber nicht, ja, neu rekrutiert werden. Wir sehen hier, wir sind im Krieg und das Haus der Bruti ist im Krieg, aber die waren doch letzte Runde schon im Krieg, oder nicht? Ja, können wir jetzt auch nicht mehr einsehen, jetzt ist es schon zu spät. Dann schicken wir mal von hier ein paar Truppen. Die Droiden scheinen wirklich gut zu sein. Mit zu unserem gallischen Anführer. Der gallische Anführer wird dann einfach mal auf die Briten einschlagen. Da sehen Sie, was Sie davon haben. Nächste Runde. Wir können hier. Haben jetzt zwar kein Geld mehr, aber die Typen sind auch immer gut. Zumindest meistens. Wir haben hier Truppen rekrutiert. Wird wahrscheinlich nicht reichen, haben aber wie bereits gesagt kein Geld mehr. Müssen also warten. Dich habe ich schon geschickt. Da habe ich nicht genug Truppen. Da hatte ich auch erst welche rekrutiert, die jetzt hochgelaufen sind. Gut, dann nächste Runde. Ganz toll. Man sieht, die Julier kommen jetzt auch schon auf uns zu. Das verstehe ich jetzt nicht. Die Spanier stehen schon bei uns im Bezirk, ja halt im Land drin. Und jetzt wollen sie trotzdem noch verhandeln, uns Handelsrechte geben, ihre Karteninformationen geben, damit ich auch ja sehe, wo sie alles sind und dann hören sie einfach auf. Ärgerlich. Wir haben, hatte ich ja auch schon erzählt, wir hatten ein Schiff. Allerdings sind, was Schiffe angeht, eben auch anderweitig Leute unterwegs. Wie zum Beispiel meistens Piraten. Eigentlich Rebellen, aber trotzdem. Die sind wesentlich stärker als ich. Und ich kann jetzt auch nicht fliehen, also ist mein Schiff sozusagen tot. Nein, er hat es überlebt. Aber ich habe auch nirgendwo die Möglichkeit, das Schiff zu reparieren. Was haben wir denn wieder in den Runden berichtet? Wir haben weiter Minus gemacht. Widerlich. Ein abscheulich gerissener Diener unserer. Ja, doch. Mögen. Ja, es entkommen. Das heißt, wir könnten ihn jetzt eigentlich sehen. Wo bist du? Wo bist du? Da steht er. Wir haben allerdings keinen Attentäter, also können wir jetzt auch nichts gegen ihn unternehmen. Bauberichte haben wir wieder zwei. Wir hatten hier eine Rodung. Sieht man nichts davon. Hatten wir hier eine Rodung? Ja. Ja gut, durch die Rodung kann ich jetzt wenigstens Farmgemeinschaften machen. Wo sind wir hier gerade? Wir sind bei den Juliern. Das ist ärgerlich. Da sollte man jetzt eigentlich irgendwas machen, was mich schützt. Was uns schützt, aber ich kann gerade einfach nichts machen. Also werden wir jetzt einfach die Straßen bauen. Das kostet nicht allzu viel. Bringt was.
Passt. Ach, ich habe jetzt. Nabomatius war das andere, oder? Was? Ja, Nabomatius war es. Rodung. Ganz klar. Auch wenn hier kein Wald ist, aber Rodung bringt ja, wie gerade gesagt, nicht, dass man. Dass der Wald nicht da ist, sondern dass man danach eben Farmen bauen kann. Durch die Gebäudekartei links auf dieser Schriftrolle könnt ihr zum Technologiebaum des Spiels gelangen, in dem ihr das Wachstum eurer Siedlungen planen könnt. Ja, gut. War irgendwie zu erwarten. Allerdings, was könnten wir davon alles brauchen? Ah ja. Durch Epona bekommt man Tempel des Pferdes. Ah ja. Warum sollte ich denn überhaupt noch die anderen machen, wenn ich dadurch weiterkomme? Warnung, dieser Text sollte nie erscheinen. Was? Warnung, dieser Text sollte nie erscheinen. Gut, ich glaube, man kann keinen Tempel des Pferdes machen. Ich glaube, die wollten uns nur verarschen. Aber was soll das denn bitte bedeuten? Dieser Text sollte nie erscheinen. Mysteriös. Wenn einer von euch irgendetwas weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Forts ermöglichen die Verteidigung strategischer Positionen, wenn sich dort keine Siedlungen befinden, und senken die Wahrscheinlichkeit, dass sich Räuberbanden in der Nähe formieren. Eure Armee kann ein Fort bauen, wenn sie von einem Mitglied der herrschenden Familie eurer Seite angeführt wird. Ihr müsst eine Provinz nicht besitzen, um in ihr ein Fort zu errichten. Zum Bau eines Forts klickt auf den Button der Bauliste, wenn ihr euch außerhalb einer Siedlung befindet. Der Button wird in Grau dargestellt, wenn das Gelände nicht geeignet ist. Okay, gut. Wir haben hier drei Einheiten. Hier haben wir viel zu viele Einheiten. Das wollen wir gar nicht erst versuchen. Unser Problem ist immer noch, dass wir hier angegriffen werden und das uns eigentlich wirklich viel Geld bringt, dieser Ort, diese Ortschaft. Ich glaube, wir haben hier auf keinem guten Fuß gestartet. Ich weiß auch nicht, ob wir das lange durchhalten werden. Was machen wir jetzt? Also, dass wir hier angegriffen werden, ist ja eigentlich mal sowas von sicher. Ich frage mich immer noch, warum die überhaupt gekommen sind. Also, warum die überhaupt nicht gekommen sind, warum die überhaupt da, ich hatte es ja schon gesagt, Karteninformationen waren es und Handelsrechte. Warum die das überhaupt wollten, wenn die uns jetzt sowieso angreifen. Wir hatten noch dich hier. Wir wollten mit dir hier den Hinterhalt gehen, für den Fall, dass ich angegriffen werde. Gut. Mit dir wollen wir jetzt gerade nicht in die Richtung. Wir können ja einfach mal schauen, ob wir noch hier rechtzeitig hinkommen. Einfach mal schauen. Auch wenn ich glaube, dass unsere beiden Briten hier oben als Verstärkung nachkommen und uns fertig machen. Wir haben hier noch unser Schiff. So, du bitte. Baut Häfen, Schiffs- oder Marinewerften, um größere und bessere Flotten bauen zu können. Flotten können ebenfalls verstärkt werden, indem sie zusammengeführt werden, wie man dies auch bei Armeen tun kann. Wählt eine Flotte und klickt dann mit rechts auf eine andere, mit der ihr sie zusammenführen möchtet. Ja, wenn es doch nur immer so leicht wäre, weil meistens sind einige Schiffe bereits so kampferprobt, dass sie sich ihren eigenen General sozusagen geleistet haben. Und zwei Generäle oder zwei Admiräle wollen nicht zusammen eine Flotte, ja, wie nennt man es jetzt? Regieren, herrschen, führen, genau. Und deswegen, wenn man jetzt zwei Admiräle hat, die man zusammenführt, kann man höchstens noch alle weiteren Schiffe wechseln, aber die beiden bleiben getrennt. Wie so zwei kleine zankende Mädchen. Naja. Wir haben weiterhin nichts zu tun. Wieso? Nein. Nein. Gut, dann haben wir somit schon unsere erste Schlacht. Das Schöne daran ist, wenn man angegriffen wird, man kann einfach warten und den Gegner auf sich zukommen lassen. Was wesentlich besser ist, als in ihn reinlaufen zu müssen. Weil so kann man davon ausgehen, dass jetzt der Gegner in uns reinläuft.
Ich wollte hier noch ein bisschen was über das erzählen, weil wir das letzte Mal so ein bisschen unter Zeitdruck standen. Wir haben hier nochmal die Fähigkeiten unseres Kommandos. Er zeigt Fähigkeiten in der Schlacht. Gelegentlich macht er jedoch taktische Fehler. Er weiß, wie man Befehle schreit. Diese erfolgen jedoch selten rechtzeitig, noch sind sie relevant. Also man sieht, wir sind relativ besser. Wir haben auch wesentlich mehr Männer. Trotzdem könnte man denken, dass das Verhältnis hier ungefähr gleich ist, aber wenn man drüber geht, sieht man, wir sind eigentlich 5 zu 3 in der Überzahl. Also im Vorteil. Allerdings glaube ich, würde ich jetzt, was ich nicht mache, weil ich ja gesagt habe, wir wollen immer selber kämpfen, würde ich jetzt auf automatisch drücken, würde ich wahrscheinlich verlieren. Weil das System einfach so funktioniert, dass man wesentlich bessere Vorteile hat oder man dazu aufgefordert wird, selber zu kämpfen. Weil eben automatisch meist nicht so funktioniert, wie man es erhofft. Es sei denn, man ist ganz, ganz, ganz klar im Vorteil. Was es ja jetzt gerade eben scheinbar nicht war. Sonst hätte es ja nicht so wie 1 zu 1 ausgesehen. Ja. Ich werde ihn jetzt nicht reden lassen. Also, man hat es ja vielleicht im ersten Video noch mitbekommen, dass er am Anfang hier eine Aufbaurede hält. Die Schlacht ist nicht Ja. schwer zu ertragen, aber der Blick der Ja eigenen gut, Frau, wenn man jetzt ein mal kurz. Schwächling ist. Aber ich sehe hier niemanden, der sich deswegen sorgen müsste. Krieger, nehmt Schwert und Axt in die Hand, greift euch Messer und Bogen. Wir lassen uns weder Ruhm noch Ehre nehmen. Die sind verborgen. Gut. Sehr ermutigend. Sie haben alle gejubelt. Juhu. Bei verborgenen Einheiten, wenn man angegriffen wird, ist es wunderschöne, dass man sozusagen, der General kann sich nicht verstecken. Also stellt man den General einfach hinter die Verstecken, der Gegner kommt ungeachtet auf einen zu und plötzlich taucht man auf. Der Gegner erschreckt sich ein bisschen, kann auf ihn zustürmen oder man kann sie halt seitlich aufstellen, was man jetzt hier gerade nicht machen kann. Das heißt, ich stelle da jemanden in den Wald, hier jemanden in den Wald und stelle meinen General in die Mitte und lasse dann so kommen. Wobei der Gegner wahrscheinlich jetzt doch etwas mehr Einheiten hat, wodurch er nicht unbedingt nur hier in dem kleinen Teil ist. Wie werden wir es denn machen? Ich finde diese großen Bäume blöd, weil man da nicht allzu gut drüber hinwegsehen kann. Wir haben Truin. Jetzt lassen wir ihn mal reden. Religiöse Einheiten können einen starken Gesang anstimmen, der den Kampfgeist und die Kampffähigkeiten von Einheiten in der Nähe verbessert und Feinde eines anderen Glaubens einschüchtert. Platziert sie knapp hinter der Hauptnahkampflinie. Bedenkt jedoch, dass sich eure Truppen während des Gesangs nicht verteidigen können. Gebt Acht, dass der Feind nicht durchbricht oder eure Truppen flankiert. Ah ja, jetzt hat man was über, wie ich gerade eigentlich sagen wollte, die Druiden erzählt. Druiden haben wir hier unten, den Druidengesang. Dementsprechend, wir haben hier leichte Infanterie. Ja, zweimal leichte Infanterie. Die werde ich jetzt nach vorne stellen. Nach Möglichkeit würde ich gerne beide verdeckt haben. Aber, könnt ihr euch verdecken? Naja, könnt ihr, aber ihr steht einfach nur nicht weit genug im Wald drin, wie es aussieht. Dann versuchen wir euch doch mal weiter in den Wald zu stellen. Jetzt seid ihr nicht mehr verborgen. Jetzt seid ihr verborgen. Jetzt seid ihr auch verborgen. Ihr steht direkt dahinter. Und die Kavallerie stelle ich irgendwo an die Seite, damit sie den Gegner, sobald er nah genug dran ist, von hinten angreifen kann. Ausgezeichnet. Schauen wir mal zu. Eure Männer haben Angst vor den gegnerischen Wagen. Haltet ihren Kampfgeist im Auge, wenn die Wagen angreifen. Eventuell müsst ihr euren General in ihre Nähe bringen, um ihren Willen zu festigen. Ja, gut, der Druide bringt jetzt gerade nichts. Es hieß ja beim Durchsagen schon, bringt nur was bei anderen Glauben. Aber der Gegner scheint denselben Glauben zu haben wie ich, also ist es auch schon wieder wurscht. Ja, vor den Wegen scheint die extreme Angst zu haben. Das Problem ist auch, die haben hier an den Seiten solche Messer, sprich, die müssten eigentlich, egal wo sie durchlaufen, einfach nur durchlaufen. Weswegen diese, ja, Wegen auch so gemein sind. Aber ich kann da jetzt gerade nicht allzu viel machen. Stört mich so ein bisschen. Was mich auch stört, ist, dass ich keine Fernkampfwaffen habe.
weil die helfen des Öfteren. Was haben wir hier hinten? Haben wir da einen Wachturm? Sind wir hier in der Nähe vom Wachturm gewesen? Interessant. Ich wusste gar nicht, dass der dann auch gezeigt wird. Lustig. Gut, ich kann nicht allzu viel machen. Die werden jetzt direkt auf mich zukommen, werden mich sehen. Werde angreifen lassen. Ich lasse ihn weglaufen. Aber ich wollte es also in der Nähe lassen, wegen den Streitwegen. Gut, 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 gut. Was machen wir mit der Kavallerie? Wo steht die Kavallerie eigentlich? Ich sehe sie gerade. Da steht sie. Hier. Das würde zu lange dauern, bis sie da sind. Aber ich kann die Kavallerie auch nicht gegen die schwere Kavallerie hier laufen lassen, weil die würden die einfach nur fertig machen. Gut, gut, gut. Sobald sie gesehen werden, lasse ich sie angreifen. Noch werden sie nicht gesehen. Noch werden sie nicht gesehen. Noch nicht. Noch nicht jetzt. Die Gesänge eurer religiösen Truppen können den Kampfgeist des Feindes beeinträchtigen. Ja, red ruhig weiter. Ich erkenne gerade leider nicht allzu viel. Aber scheint nicht schlecht für uns zu stehen. Der gegnerische General hat sich zurückgezogen. Jedenfalls kurz aus der Schlacht. Und jetzt greift er wieder an, natürlich. Euer Anführer warf sein Leben weg. Nun wird der Mut unseres Volkes angesichts der Katastrophe auf die Probe gestellt. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. Das ist jetzt scheiße. Tötet sie. Ja, jetzt haben wir einfach einen neuen Seitenherr. Mein Problem ist, dass jetzt auch noch dadurch, dass der... aber wir gewinnen. Wir gewinnen, sehr schön. Dadurch, dass der Anführer tot ist, wäre es nur General, würden sie zwar schon die Hoffnung verlieren, aber beim Anführer ist es noch ein Stück schlimmer. Auch wenn das jetzt gerade geht, scheinbar. Versucht sie zu töten. Ich glaube, dass die Schwere die noch einholt. Die werden sich wahrscheinlich auch noch wehren, nachdem sie noch nicht, sozusagen zerrüttet sind. Ihr Kampfgeist ist noch nicht gebrochen. Deshalb werden die sich jetzt wahrscheinlich noch wehren, würde ich sie noch erreichen. Was ich nicht mehr tue. Mich stört es jetzt, dass auch noch der Anführer sein muss. Ein mitreißender Schlachtruf, kombiniert mit einem wilden Schlagen der Schilde, weckt eure Truppen auf und steigert ihre Kampffertigkeit für eine Weile. Startet den Schlachtruf über den Spezialfähigkeiten-Button unmittelbar vor dem Ansturm. Macht dies nur nicht zu früh. Sonst bleibt die gewünschte Wirkung aus. Oh. Ja, ich hätte vielleicht auch noch einen Schlachtruf machen können, nicht wahr? Ärgerlich. Wir hatten hier noch feindliche Truppen. Die können wir noch auslöschen. Leichte Kavallerie ist ein großartiger Köder. Sie kann den Feind in einen Hinterhalt und Einheiten von ihrem Posten locken oder Feinde durch Verfolgungsjagden erschöpfen. Dies ist ein großer Sieg. Die Schreie der sterbenden Feinde klingen süß in... Ich meine, unser Anführer ist tot. Wir haben zwar wesentlich mehr geschafft als der Gegner, aber dennoch ist unser Anführer tot. Das heißt jetzt auch, dass diese komplette Einheit von 35 Leuten einfach verschwindet. Oh Mann. Verluste erlitten, Verluste geheilt, kein einzigen. Also besteht auch nicht die Möglichkeit, dass es gewonnen hat, überlebt hat. Aber immerhin haben wir den Gegner zurückschlagen können. Wir müssen jetzt schauen, ob wir das Dorf noch schaffen, wieder retten können. Aber was ist jetzt passiert? Wo haben wir 900? Jetzt sind die nächsten auch noch gekommen. Das waren doch zu viele für uns. Seht ihr, das hier zum Beispiel ist eine von diesen Schlachten, bei denen ich mir denke, 260 gegen 921. Nein, danke. Da kann man nämlich kämpfen, was man will. Erstens, wir sind schon sehr zerrüttet. Während das hier einfach eine völlig funktionstüchtige Armee ist.
Nein, nein, danke. Ich kann auch nicht fliehen, also klare Niederlage. Dankeschön. Wir können nicht weiter. Ich möchte mich jetzt erstmal dafür bedanken, dass ihr schon zwei meiner Folgen angeschaut habt. Wenn das schon die zweite ist, die ihr seht. Ich habe auf jeden Fall schon zwei hinter mir. Ich finde es jetzt. Es war sehr ungeschickt, dass jetzt der Anführer gestorben ist, aber. Ja. Ist jetzt auch egal. Wie auch immer. Ich darf erneut fragen, was haltet ihr so von meinen Let's Plays? Sollte ich andere machen? Sollte ich irgendwas anderes machen? Sollte ich vielleicht mit den Galliern aufhören und ein anderes Völkchen anfangen, nachdem man sieht, dass wir hier doch recht starke Schwierigkeiten haben für den Anfang, nachdem jetzt die Spanier, die Briten und die Julier hinter uns her sind. Gerade, dass die Germanen uns nicht angreifen. Ja, schreibt es bitte in die Kommentare. Und Dankeschön.